Hähnchen, hast du die gekriegt? Hast du die Nee. gekriegt? Aber es hat sich auch bewegt. War unfair. Tja, ehrlich mal. Das ist echt unfair, dass sich so ein Huhn auch bewegt. Finde ich auch. So, hi und willkommen zurück bei Subsistence. Der Sobo steht direkt vor mir und winkt euch freundlich in die Kamera. Guten Tag. Genau. Also, um das mal ganz kurz zu erläutern. Wir haben leider ohne Kamera ein bisschen angebaut, sozusagen. Wir haben in der Nacht irgendwie kein Ende gefunden, haben hier unser Bett gebaut. Sobo hat mir erklärt, das ist ein Spornpunkt. Wir haben hier bereits zwei Spawn erkauft mit Strom. Das heißt, wenn jetzt einer von uns stirbt, haben wir zweimal die Chance, direkt hier in unserer Base, auf unserem Bett, zu spawnen. Ja. Und leider ohne Kamera, weil wir auch ein paar technische Probleme hatten, haben wir eine zweite Lagerkiste, einen zweiten Ofen, weil unsere beiden Beete da draußen extrem viel Dünger brauchen und die Öfen diese Asche herstellen, um die Beete zu düngern, sozusagen. Und der Sobo erklärt euch gleich, was er hier hinten gemacht hat. Der hat nämlich, während ich auf Loot-Tour war, angebaut. Willst du uns so einen extra Raum für die... Ja, ich komme. Ja, für die Generatoren. Also erstmal, das wird bestimmt nochmal umgebaut. Speicher, Massespeicher, Stromspeicher, Stromgenerator und Masse. Genau. Fabrikator. Wir haben uns entschieden, den Massefabrikator zu nehmen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, viele sagen immer, ach scheiß, lasst den Fabrikator und nehmt einfach diesen Masse, wie heißt der nicht? Warte mal kurz. Speicher. Masseverwerter. Achso. Aber da kannst du denn, sag jetzt mal, pro, mit Holz zum Beispiel, pro ein Holz kriegst du eine Masse. Okay. Und dann müsstest du aber auch echt extrem viel Holz hacken. Und da wir jetzt ja Freunde haben auf der Map. Genau, das haben wir nämlich auch noch nicht erwähnt. Wir haben jetzt auf Wunsch von einigen von euch, die... ja, Toni und Liebreiz, glaube ich. Wir haben die Banditen eingestellt. Das heißt, die bauen jetzt nebenher irgendwo... Ja, die fangen jetzt an, uns zu belästigen. Sagen wir mal so. Wir haben noch nicht viele gesehen, aber die sind jetzt eingeschalten. Wir sind jetzt im Monat Mai. Und wir sind darauf vorbereitet, dass Kumpelchen uns jetzt hier bald besuchen kommen. Also. Ja, bin wie ich auch nicht immer. So erfreut gerade. Wir sind noch gar nicht richtig drin. Also, wir haben hier ein bisschen angebaut. Wir haben rechts ein bisschen angebaut. Wir haben nach vorne ein bisschen angebaut. Ihr seht es. Ist leider ein bisschen, ja, ohne Kamera passiert, aber können wir jetzt nicht ändern. War ein bisschen, ein paar Sachen sind passiert, die eben hätten nicht passieren sollen. Aber dafür sind, wir sind Anfänger und auch uns passieren ein paar Missgeschicke. Und die sind hier passiert. Aber wir können... Das waren eben zwei Folgen, die wir hatten. Eigentlich schon im Kasten und soweit fertig. Und auf die haben wir jetzt leider... Also die Entscheidung stand eben, alles wieder abzureißen, zurückzubauen und alles und so wieder tun, als ob wir alles neu bauen, aber das wäre eben unehrlich. Deshalb, wir haben es so gelassen, wie es ist und erklären euch jetzt, was wir gemacht haben. Ja, und wir starten jetzt mit euch in den neuen Monat, Mai, Juni, mit den Banditen. So ist jetzt momentan der Stand. Ja, ich gehe mal ein bisschen, Wolf. Geh mal ein bisschen Wasser holen. Wolf. falsche Seite. Eine Seite ist immer ein Wolf am frühen Morgen. Immer. Ich baue mal zwei so eine Feldflaschen noch zusätzlich. Oh, Bär. Und geh ein bisschen Holz hacken. Also wir drehen. Für heute ist geplant, wir machen jetzt eine kleine Runde. Gucken mal, dass wir ein bisschen was looten können. Gucken, ob sich irgendwo ein paar Banditen angesiedelt haben. Und machen deren Punkte aus. Und dann gucken wir mal, wir wollten noch so eine Raffinerie bauen, ne? Ja, das war vielleicht... Also man braucht ja für den Dietrich immer so Eisenfragmente. Genau. Und für das Gewehr braucht man Eisenfragmente. Warte mal.
Ein Gewehr? Du hattest doch Eisenfragment gefunden. Ein Gewehr hatte ich schon gebaut, oder? Ich hatte in diese linke Kiste, glaube ich, Fragmente gepackt. 17, 15, irgendwie so. Kann sein, dass ich schon ein Gewehr gebaut hatte. Wir haben eben nicht viel Munition dafür. Na, mal gucken. Also Gewehrmuni, da müssen wir echt aufpassen. Pistole, glaube ich, findet man immer viel. Also aber ich Gewehr jetzt ist. Gewehr ist immer schwer. Und ich habe in der Zwischenzeit mir einen Bogen gebaut und habe gelernt, mit dem Bogen auch mal einen Hasen und ein Hühnchen zu schießen. Und habe mich tierisch darüber gefreut. Mal gucken, ob ich es jetzt auch hinkriege. Und eine Schrotflinte haben wir in der Kiste. Okay. Aber oh, wir haben keine Müse. Oh, ein Wölfchen. Runzt mich an. Nee, wir haben keine Müse, ich geh mal tauchen. Keine Müse, geh mal tauchen. Ja. Oh, hier steht noch ein Pflänzchen. Die hole ich mir noch. Ein bisschen düngern, ja, wa? So, dünger mal. Ja, und ich gehe mal gucken, ob ich ein bisschen was Vegetarisches für uns finde. Zack. Da habe ich was gesehen. Oh, der taucht so langsam, ey. Da krieg ich immer ein bisschen Klaustrophobie. Ja, Klaus wer? Klaustrophobie. Okay. Oh, ich hänge im Felsen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Kumpel hat Probleme unter Wasser. Wir müssen mal gucken, dass wir die Tür immer verschließen. Ja. Ich bin so einer, der das gerne mal vergisst. Ja. Ich kenne dich so ganz. Bisschen. Ah, die habe ich gerade weggeschweigt. Weil ich gesehen habe, dass du ankommst. Ich will das erleben. Ich wollte gerade zeigen, wie schön ich mit dem Bogen treffe. Ja, vielleicht habe ich dir auch eine Schmach erspart. Hast du gerade was gezeigt? Also ich habe einen vielsagenden Blick in eine Kamera geworfen. Mhm. Oh scheiße, das ist ein Bär. Oh, der, wenn der mich im Wasser angrunzt, kommt er denn gleich? Ja. Wasser ist keine Option. Alter, der so folgt mir im Wasser. Ah, ja, jetzt aber bist du gleich tot. Nein, aber du hast... Das ist deine Schuld. Alter, das ist ein Reh. Der sollte... Ich bin tot. Du bist schuld. Ja, aber du bist schuld. Wegen dem Hasen. Ja, nicht. Aber ich warte jetzt und... Aber ich war nicht mehr am... Ich war nicht mal am Strand. Mann, ja, du. Wie finde ich denn jetzt meinen Beutel wieder? Der liegt oben auf dem Wasser. Okay. Also Mann. Bei Tieren ist Wasser ganz schlecht. Also wenn die dich schon angrunzen. Aber der hat ja nicht gegrunzt. Ich war im Wasser und er kam sofort. Ah, der ist noch im Wasser, aber es könnte reichen. Ja. Und nu? Und nu? Wie und nu? Aber der ist so dicht. Nee. Wie? Okay, alles aufnehmen. Okay, Kaps, ich geh schnell weg. Ja, Mann. Ah ja, gibt Schlimmeres. Ja, aber ich bin jetzt ja nicht mehr gestorben die ganze Zeit. Und jetzt doch. Im Wasser. Macht nix. Na gut, dann geh ich mal gucken, ob wir ein bisschen was finden. Ob sich schon Banditen irgendwo angesiedelt haben. Ah. Aber so schnell sind die nicht, oder? Ich weiß nicht. Das sieht man immer schön in der Nacht, wenn man die Lagerfeuer sieht. So, was hab ich denn? Wenig Kisten heute irgendwie. Oh, da ist ein Wolf. Da ist ein Bär.
Asa. Ich pack alle draus. Und die Körner. Warum? Naja, sicher ist sicher. Oder Grunz. Ich hab keine Pfeile mehr. Scheiße. Okay, hier ist eine Faser. Also, ich habe jetzt auch keine Banditen gesehen. Bau mir mal fix ein paar Pfeile, dass ich ein bisschen was in der Tasche habe. Falls wirklich was ist. Ansonsten lasse ich alles zu Hause, was ich nicht brauche, weil wenn man stirbt, dann, ich glaube, sag mal, du hast 10 Munition bei, du stirbst und dann hast du meist nur noch die Hälfte dabei. Ja, und ich habe jetzt gerade so eine Kiste gefunden, so eine flache. Und habe leider keinen Dietrich. Ja, das stimmt. Das macht mich traurig. Für den brauchen wir auch so eine Dinger. So eine Eisenfragmente. Oh, schade, ey. Aber ich sehe noch keine Banditen. Bis jetzt. Kann auch sein, dass es noch ein bisschen dauert. Aber die bauen theoretisch so wie wir, ja. Die bauen eine Base, die müssen angeln, die müssen Tiere fangen. Die machen eigentlich dasselbe, was wir machen, ja? Bloß viel schneller. Ach so. Ja. Warum? Weiß ich auch nicht, das ist so. Und die sind. Fies. Also, es gibt welche, die sitzen nur um ein Lagerfeuer rum. Das sind meist so 2-3 Stück. Und dann gibt es welche, die die Base bauen. Und je größer die Base wird, habe ich immer so den Eindruck, desto mehr werden die. Okay. Also die Base ist meist so, ja, 2x2, aber dann dafür 3 Etagen oder 4, keine Ahnung. Toll. Und da kommst du dann auch nicht rein. Da brauchen wir dann später mal ein paar Handgranaten. Ganz toll. Okay, ich habe ein paar Kisten. Gibt's hier? Okay, komme ich mal in die andere Richtung. Nägel wären nicht so schlecht. Ja, ein paar Nägelchen habe ich schon. Ich gehe dann mal ein paar Madenbäume abklappern. Holzpacke zurück. Ich habe nur einen Bogen bei, Spitzhacke. Ich hab 2 Maden. Hier ist Faser. Okay. Du kannst ja in Ruhe nach Kisten gucken. Ich kümmere mich um Maden. Tür zu, zack. Dann geht mal los. Ich gehe Richtung Osten. Ja, ich komme jetzt auch in die Richtung. Bin nur noch, ja, hier ist noch ein Madenbaum. Den nehme ich noch mit. Like 3 Maden für uns. Dann kannst du wieder schön angeln. Ja, solange wir keinen Kühlschrank haben, sollten wir mal überlegen, ob wir vielleicht als nächstes den Kühlschrank machen. Ja, aber so 24 Stunden hält ja das Zeug in der Tasche. Also die Grillte zumindest. Also für den Kühlschrank brauchen wir wahrscheinlich auch nochmal einen Stromspeicher. Ich glaube, der braucht zur Herstellung 1200, 1500. Irgendwas habe ich vorhin gesehen. Okay. Aber gut, das ist jetzt nicht so wild. Also da können wir drauf hinarbeiten. Wir können ja mal ein bisschen looten. Wir müssen ja nicht so viel bauen. Vielleicht überfallen wir mal ein paar Jäger hier mit. Also ohne Helm, ohne Weste, ohne alles. Die werden uns wahrscheinlich ein bisschen... ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Gurt. Herrlich. Grüße gehen raus an Frank. Zander. Und an Berliner. Genau. Okay, ich trinke. Der nimmt uns das bestimmt nicht übel, dass wir Anni zu haben. Nee, das glaube ich auch nicht. Auf keinen Fall. Der brät uns vielleicht noch eine Gänsekeule. Ja. Garantiert. Okay. So, Madenbau. Das Einzige, was bei mir ein bisschen kritisch ist, ist Veggie. Also kritisch nicht, aber das ist ein bisschen schwer. Da müssen unsere Beete mal ein bisschen Gas geben. Naja. Morgen. Morgen werden wir ein bisschen haben. Und Fleisch. Das esse ich jetzt. Zack. Und ich habe nur eine Kartoffel, die esse ich auch noch. So. Dann
schließen wir die Tür und gucken wir mal. Bisschen Wasser habt ihr drin gepackt? Abgekocht, glaube ich. Ja, ich gehe jetzt auch mal Wasser holen. Ja, ein paar Wasserflaschen haben wir gebaut, um eben einfach auch die Beete regelmäßig benetzen zu können. Weil das ist nur mit einer Flasche, da bist du ja nur am Rennen, da gibt es ja das Kilometergeld. Ich habe echt viele Flaschen in der Tasche. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht so viel Banditen gesehen. Bleiben Sie ruhig. Es muss auch nicht so schnell gehen. Bin ich auch nicht traurig, dass hier jetzt noch nicht rumgammelt. Du kannst eben nicht mehr so wild rumrennen, ne? Hm. Sonst rennst du immer über eine kleine Bergkuppe und schon sind die da. Und dann geht es manchmal schnell. Wenn die dich treffen, Kopfschuss, dann ist vorbei, dann liegst du da. Naja, aber hier bei uns jetzt in der Umgebung ist ja nur nichts. Also ich habe jetzt noch nirgendwo eingesehen. Ja, nicht so weit weg. Echt, ja? Werden wir nachts sehen wahrscheinlich. Oder wir werden mal gucken, wenn wir in die Nacht drin kommen, dann switchen wir uns rüber zum nächsten Tag. Oh, wenn fuck. Nicht so großartig was passiert. Nee, war ein Wolf. Jetzt werden wir langsam ein bisschen risikoreicher, wa? Also du wirst jetzt langsam ein bisschen... Nö. Ich bin einfach nur gelaufen und hab einen Wolf getroffen. Aber sonst ist hier nichts. Also ist alles ruhig um uns rum. Schön, schön. Bis jetzt. Aber Fasern finde ich eine ganze Menge. Das ist schön. Brauch mal. Aber sonst ist ruhig. Sehr ruhig. Aber auch wenig Kisten heute irgendwie. Ja, das stimmt. Wir gucken nochmal so ein bisschen auf diesen Erzfelsen rum. Ein bisschen uns ein paar Erze besorgen kann. Hm. Vielleicht schon für demnächst, dass wir die Raffinerie auch ein bisschen füttern können. Okay. Und dann müssen wir gucken, geht ja dann weiter, Werkbank, so. Und vielleicht noch, wir müssen dann langsam mal anfangen, den Puma zu töten. Das wird noch spaßig. Schön. Puma, wir brauchen ja Seen. Und die Puma-Viecher sind echt ein bisschen derb. Die sind übel schnell und sind so stark wie ein Bär. Hähnchen, hast du die gekriegt? Aber es hat sich auch bewegt. War unfair. Tja, ehrlich mal. Das ist echt unfair, dass sich so ein Huhn auch bewegt. Finde ich auch. Schweinerei. Oh, Häschen. Was hier? Faser? Häschen ist nicht schlecht, die geben Stoff. Brauchen wir dann so für die ersten Klamotten. Und dann nimmt man die ersten Klamotten und tauscht die noch mit ein paar Zutaten in die zweiten Klamotten ein. Echt, ja? Hm. Okay. Ich hab noch einen Madenbaum. Ich glaube, jetzt habe ich schon 4 oder 5 Maden für dich zum Angeln für uns. Das ist schön. Ich hab auch 3 oder so. Ja, das lohnt sich ja richtig. Aber nichts mit Banditen hier. Die Lappen. Komm schon noch, warte ab. Du wirst sie verfluchen irgendwann. Bin ich ja gespannt. Ich nicht. Nee? Nee. Bin froh, wenn noch keiner da ist. Wäre ein bisschen Pussy, aber... Bisschen. Ein bisschen. Oh, hier ist noch ein Baum. Madenbaum. Zur Not esse ich die Maden eben, die eben auch Eiweiß. Ey, geh schon noch angeln. Und ich mir ja eigentlich schon mal ein paar Sachen herstellen. Für die Dinge. Oh, irgendwas grunzt mich an. Dreck. Ohne Heidelbeere. Ohne Möhre.
Eine Zwiebel. Sagten unser Beet. Ja. Bisschen Dünger. So, ich komme jetzt zurück, stell mir gerade ein bisschen Angelkram her. Dann hole ich uns nochmal ein Fischilein. Okay, ja, passt. So, ich esse eine Zwiebel, eine Heidelbeere und trinke einen Schluck Wasser. Hier. Zack. Also die Beete gedeihen. Zwar immer noch nicht so effektiv, wie es sein soll wahrscheinlich. Ja, die müssten wir upgraden. Wahrscheinlich mit so einer Tageslichtlampe, dann wächst die auch in der Nacht. Dann wachsen die Pflanzen auch in der Nacht so. Hm. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das braucht auch Kleber oder... Also irgendwas komisches. Kleber? Ich weiß nicht genau. Kannst ja mal gucken, was du zum Upgraden brauchst. Der Räudebär, der mich gefressen hat, ist immer noch im Wasser. Ja, da muss ich angeln gehen. Das hat mich vorhin schon ein bisschen... Genau da sitzt er immer noch, an derselben Stelle vor deinem Felsen. Muss ich woanders angeln. Ich hatte eine Kiste. Wirklich. Ich auch. Im Osten. Der heute meinte, das Spiel nicht gut mit uns. Nee. Wo ist der Wolf? Alter, hier ist ein Wolf. Wo ist er? Wo grunzt der? Ich sehe ihn nicht. Ich höre nur. Außerhalb der Base? Ja, ja. Und du bist drin? Nee, ich bin unterwegs. Geh nicht so weit weg. Wird bald Abend. Ah. Doch. Brauchen wir ja ein bisschen Holz und so. Noch. Ich hole ein bisschen Holz. So, Angelstrecken. Vier reicht. Ja, scheiße mit dem Bären. Vielleicht kann ich den ja da rauslucken mit dem Pfeil. Und denn? Dann ist er da weg, dann kann ich da angeln. Und denn? Und nicht, dann ist er hinter dir her. Und? Der lässt doch irgendwann ab. Vielleicht ist er auch festgepackt und ich kann kaputt schießen. Ich glaube nicht. Aber wäre schön. Oh, der hat Level 3. Jetzt kommt er. Er kommt angeschwommen. Ich laufe. Mit Höschen voll. Oh, ich hab ne Kiste. Ich hab ihn da weggelockt. Siehst du, jetzt ist er wieder da am Strand. Gucken. Okay, Streichhölzer sind da drin. Und nicht so prall. Nur Streichhölzer? Nee. Und so Schrotpatrone. Okay. Angeln. Ab geht die Post. Abends war ja immer ganz gut, eigentlich so. Ja. Aber ist doch nicht Abend. Oh, wartet wirklich. Ach, schön. Naja, die Sonne ist schon doll im Westen, also. Geht bald los. Okay. Dann sehen wir wahrscheinlich die Banditen erst in der nächsten Folge, wa? Ja, denke ich auch. Also hier ist nirgendwo irgendwas. Total entspannt. Naja, dann haben wir euch ein bisschen gezeigt, wo es lang gegangen ist heute. Also in letzter Zeit, was wir gebaut haben. Ja. Ich hole uns jetzt noch ein bisschen Essen. Dann wird es Nacht und wir sehen uns in der nächsten Folge beim nächsten Morgen. Ich gehe jetzt erstmal hier rüber. Ich hole noch ein paar Maden. Ich habe, glaube ich, noch 5 oder 6 Maden für dich. Boah, brauche ich jetzt nicht. Oh, Kiste, Kiste. Da wird schon was bei sein. Den großen hat er schon. Einen ausgewachsenen Lachs. Okay, Kiste mit Patronen. Das ist schon mal sehr schön. Und? Ihr könnt es ja mal schreiben, was viele Leute von euch spielen das Spiel auch. Genau. Was ihr so, wie ihr so baut, also ob
ob ihr da vielleicht noch einen Tipp habt oder ob ihr vielleicht irgendwas ganz cool findet, was wir vielleicht umsetzen können, dass wir so ein bisschen wie bei Night of the Dead so in zwei Sachen mit einbauen können. Genau. Also wir wissen, dass es hier nicht so schnell geht mit dem Umsetzen, weil man echt viel Ressourcen braucht. Um ja, aber das Spiel lebt auch so ein bisschen von der Mitarbeit, von der Community und das ist schon schön. Bei Night of the Dead hat es ja auch sehr schön geklappt. Und mal gucken, also wenn wir hier ein bisschen mit euch zusammen was umsetzen können, ist es ja sehr schön. Oh, alter Vater. Und was grunzt mich hier an? Und ich bin in der Base. Stimmt, der Bär. Aber der kommt nicht rin, ne? Nee, der klopft nur an. Okay. Aber der macht nichts kaputt. Doch. Genau. Wir müssen noch einen Hammer bauen. Hammer. Na, mit dem können wir nachher reparieren. Okay. Naja. Okay. Dann machen wir hier Schluss für heute. Und gucken mal, was die Banditen morgen in der nächsten Folge mit uns vorhaben. Am morgigen Tag, sagen wir mal so. Die Nacht beginnt gleich, denke ich mal. Es wird dunkel. Ja. Ja. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao, ciao.